David gegen Goliath. Oder wie wir heute sagen, Herkules gegen Herpes. Heute geht es nämlich um ein sehr unangenehmes Thema, das uns fast alle mal betrifft, nämlich den Herpes. Was ist Herpes überhaupt? Welche emotionalen und körperlichen Auslöser kann Herpes haben? Ja, welche Formen von Herpes gibt es? Über all das werden wir heute sprechen. Und natürlich habe ich den ultimativen Gamechanger für dich im Gepäck. Schauen wir uns an, wie ätherische Öle zur Unterstützung hier helfen können. Herpes ist eine häufige Virusinfektion, die durch das Herpes-Simplex-Virus verursacht wird. Es gibt verschiedene Varianten natürlich vom Herpes-Simplex-Virus. Wir werden uns aber heute nur auf eine Variante, beziehungsweise ich gehe heute nur auf eine Variante ein, nämlich auf den Lippenherpes. Der Lippenherpes ist ja so einer der unangenehmsten, würde ich fast sagen, weil man ihn natürlich sieht. Und er tritt in ganz, ganz vielen Formen auf. Ja, es sind so Bläschen können es sein. Es kann gehen bis zu einem Geschwür sogar. Und ja, der unangenehme Effekt natürlich daran ist es, dass er direkt im Gesicht ist, sichtbar ist und natürlich für viele nicht nur, dass es unangenehm ist, sondern natürlich auch das äußere Erscheinungsbild dadurch. Ja, leider sehr verunstaltet, würde ich mal sagen. Natürlich geht es nicht nur ums äußere Erscheinungsbild, das ist halt das, was man als erstes sieht. Es geht um so viel mehr. Ja, wir sind eingeschränkt beim Essen, wir können oft gar nicht richtig manchmal sogar den Mund aufmachen, weil es einfach nur zieht, unangenehm ist. Also ja, Herpes ist wirklich eins der unangenehmsten Dinge, die man sofort sieht und das so viel nach sich zieht. Ja, was ganz, ganz viele Menschen oft nicht wissen, dass der Herpes durch ja, ganz viele emotionale Auslöser hat. Zum Beispiel Stress, Angst, Depression. Wir glauben oft, es hat zu tun ja, mit Kälte, Wärme oder ja, mit einer Verkühlung oder was auch immer. Aber sehr oft stecken da wirklich emotionale Anteile dahinter. Also da geht es dann auch wirklich darum, wenn ein Herpes kommt, auch wirklich zu schauen, war ich gerade gestresst, war ich gerade vielleicht in einer depressiven Phase, bin ich in so einem Stressmodus und da ist es wirklich wichtig. Ich weiß, es ist leichter gesagt oft als getan, aber auch hier den Stress zu reduzieren, weil ja, das kann dann auch dazu führen, dass er einfach schneller dann auch wieder abklingt und wir schneller wieder auch hier in die Heilungsphase kommen. Ja, und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele körperliche Auslöser. Zum Beispiel Sonnenbrand ist ein körperlicher Auslöser. Dann auch natürlich Krankheiten, Virusinfektionen. Gerade wenn wir krank sind, Grippe haben, was auch immer, dann ist unser Immunsystem geschwächt und das kann natürlich auch zu einem starken Auslöser vom Herpes führen. Und das geht sehr oft eben auch Hand in Hand. Ja, und vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, gerade wenn man so anfällig ist für Herpes und man geht in die Sonne, bitte immer unbedingt einen sehr, sehr guten Sonnenschutz verwenden, weil dann vermeidet man auch unter Umständen, dass der Herpes eben ausbricht aufgrund des Sonnenbrandes. Ja, ätherische Öle zur emotionalen Unterstützung. Also hier sind ätherische Öle wirklich eine absolute Geheimwaffe. Und es ist wichtig, gerade beim Herpes eben natürliche Produkte zu verwenden und nicht synthetische oder ja, Produkte, die voller Chemie sind. Weil gerade wenn ich mit ätherischen Ölen arbeite, dann helfe ich und unterstütze ich den Heilungsprozess vom Herpes. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich über 50 verschiedene ätherische Öle reden, aber ich bleibe jetzt mal bei meinen drei Favoriten. Eines davon ist Vanilleöl. Und hier ist vielleicht wieder ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt so viel Vanilleöl am Markt zu kaufen. Bitte unbedingt immer nur ein 100% naturreines ätherisches Öl kaufen. Ja, nicht ein billiges, ich sag's jetzt ehrlich, ja, nicht ein billiges Vanilleöl, weil ja, damit kann man mehr kaputt machen, als man ja, sich selbst gut tut. Und warum Vanille? Weil Vanille wirklich ein Öl ist, das total beruhigend wirkt, stressabbauend wirkt und dich wirklich, ja, ich sag's echt fast, von der ersten Sekunde an echt zur Ruhe bringt.
Ja, mein zweiter Favorit sind jetzt die Baumöle. Da gibt es natürlich mehrere, zum Beispiel Zedernholz, Schwarzfichte, Tanne, also diese, wirklich diese gesamten Baumöle. Warum die Baumöle? Ja, du musst eigentlich wirklich nur in den Wald gehen. Und der Wald, was macht der Wald mit uns? Der Wald zentriert uns, der Wald bringt uns zur Ruhe. Der Wald ist auch wirklich, der uns wirklich, sage ich jetzt mal, auch erdet. Und das ist so wichtig, gerade wenn man emotional unausgeglichen ist. Also nimm wirklich eines dieser Öle oder auch mehrere dieser Öle und verwende sie. Du wirst sehen, wie schnell du wieder ausgeglichen und zentriert bist. Ja, und mein dritter Favorit ist das altbewährte, bekannte Lavendelöl. Lavendelöl, meiner Meinung nach, gehört in jede Handtasche, gehört überall hin. Das ist das Allround-Öl schlechthin, würde ich mal sagen. Es gibt viele Menschen, die können es nicht riechen. Wenn du es nicht riechen kannst, kein Problem, verwende es trotzdem. Ganz ehrlich, es ist so ein wichtiges Öl, weil es uns wirklich auf so vielen Ebenen wiederum auch unterstützt. Und jeder kennt die Wirkung von Lavendel, gerade im emotionalen Bereich, bringt es uns wirklich, ich sage jetzt echt, in der Sekunde auch zur Ruhe. Also Lavendel ist das Must-Have-Öl, um echt auch von gestressten Situationen runterzukommen und in die Ruhe zu kommen. Dazu haben wir ein eigenes Video auch gemacht, das verlinke ich dir jetzt nochmal hier links oben. Schau dir bitte unbedingt unser Lavendel-Video an. Wie verwendest du jetzt die Öle? Wie immer nimmst du dir zum Beispiel 2 Tropfen in die Hand hinein, verreibst es schön und riechst wirklich ganz intensiv daran. Oder du gibst sie hinter die Ohren, aufs Dekolleté, auf die Handgelenke, auf die Fußsohlen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich in den Diffuser hinein. Und ja, du hast sofort auch hier eine beruhigende Atmosphäre. Jetzt geht's darum, ätherische Öle zur schnelleren Wundheilung. Ist der Herpes mal ausgebrochen, dann merkst du es eh gleich, dann hast du ja diese super unangenehmen Bläschen. Und da gibt es ätherische Öle, die wirklich wahre Wunder wirken, würde ich mal fast sagen. Die ersten beiden sind Teebaumöl und Copaibaöl. Aber die wahren Wunderheiler sind die Strohblume oder auch Immortelle genannt und das Melissenöl. All diese Öle haben antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften. Das ist natürlich total gut, wenn der Herpesausbruch stattfindet, dass du sie sofort verwenden kannst und dadurch der Herpes ja in der Anfangsphase vielleicht sogar schon wieder abklingt. Und zweitens, wenn er da schon da ist und stark ist, dass du sie wirklich direkt darauf geben kannst, auf deinen Herpes und so der Herpes auch schneller austrocknet. Ja, ich würde dir auf jeden Fall raten, das ätherische Öl auf ein Wattestäbchen zu geben und damit wirklich direkt auf den Herpes zu tupfen. Es kann sein, dass es natürlich ein bisschen zum Brennen beginnt, weil natürlich das ätherische Öl hochkonzentriert ist und ja, da auch gleich zum Arbeiten beginnt. Was ich nicht machen würde, ist das ätherische Öl mit einem fetten Öl mischen, weil da kann es wieder sein, gerade durchs fette Öl, dass dann vielleicht wieder Bakterien reinkommen oder es kommt ein Schmutz dazu, weil es ja nicht sofort einzieht. Daher wirklich arbeite hier beim Herpes immer rein pur mit dem puren ätherischen Öl. Ätherische Öle dann für die Haut, nachdem der Herpes schon im Abklingen ist. Also wenn es dann schon so ist, dass er im Abklingen ist und du merkst, es ist dann nur mehr so eine Kruste vorhanden, dann natürlich kannst du noch nacharbeiten, damit da Feuchtigkeit hinzukommt, damit der Heilungsprozess noch ein bisschen schneller vorangeht. Und da empfehle ich dir dann schon, dass du zum Beispiel die ätherischen Öle auch verdünnen kannst, zum Beispiel mit Mandelöl oder mit Jojobaöl, weil damit dann die Haut da wirklich so richtig geschmeidig wird. Ja, und da habe ich jetzt auch wieder 3 Favoritenöle für dich. Und zwar ist das Manuka, Copaiba und Weihrauchöl. Das sind natürlich sehr entzündungshemmende und regenerierende ätherische Öle, die auch dazu beitragen können, dass die Zellen sich sehr, sehr schnell wieder regenerieren und dass sie einfach wieder neu gebildet werden und die Haut dadurch wieder relativ schnell gut ausschaut. Und gerade beim Herpes ist es wichtig, gerade
alles, was im Gesicht ist, was so unangenehm ist, was will ich? Da will ich natürlich schnelle Heilung. Also nimm eines der Öle. Du kannst es eben mischen, wiederum mit Kokosnussöl oder zum Beispiel eben Jojobaöl, Mandelöl, was auch immer du möchtest für ein fettes Öl, und trag es einfach auf, dann geht der Heilungsprozess auch sehr, sehr schnell voran. Ja, ganz zum Schluss vielleicht noch wichtig, egal ob es jetzt emotionaler Herpes ist, ob es jetzt körperlicher Herpes ist, verwende die Öle natürlich immer mehrmals täglich. Nur so, ja, ist einfach eine Heilung für ein Herpes schneller für dich da. Ja, das war jetzt mein Video über Herpes und wie dich ätherische Öle hier unterstützen können. Für mich ist nur eins ganz, ganz wichtig. Ich bin natürlich kein Arzt und das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen mit den ätherischen Ölen bei Herpes. Also unbedingt dieses Video ersetzt keinen Arztbesuch, wenn du hier ein starkes Auftreten hast und wenn du einfach nicht mehr zurechtkommst, bitte unbedingt einen Arzt aufsuchen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte abonniere doch unseren Kanal. Hinterlass mir einen Daumen hoch und schreib mir einen Kommentar.